Ehrenpflaume ist wieder on Tour. Wir sind in Namibia gerade gelandet. Namibia in Afrika. Und es ist unsere erste gemeinsame Reise. Wir haben so oft darüber geredet. Lange darüber gesprochen, aber heute machen wir es endlich. Und wir sind ja nicht nur in Namibia. Nein, es geht am Ende noch weiter nach Südafrika und nach Simbabwe. Wir haben so viel Spannendes vor. Wir werden garantiert viel Spaß haben. Seid gespannt und ihr wisst Bescheid. Schon mal Ehrenpflaume abonnieren und natürlich eben auch Felix' Kanal, ja, damit ihr nichts verpasst. Auf geht's! Wir sind auf dieser spannenden Reise auf Einladung der internationalen Postcode Lottery Group, die mit Spenden aller Teilnehmenden verschiedene Projekte in Afrika unterstützt. Unser erster Stopp ist Windhoek, die Hauptstadt von Namibia. Roger Federer, einer der großen internationalen Botschafter der Postcode Lottery, unterstützt hier in Namibia mit seiner Roger Federer Foundation verschiedene Programme im Bildungsbereich. So, das ist hier ein Programm der Roger Federer Foundation. Das ist ja also Vorschule im Grunde genommen, würde man ja in Deutschland sagen. Ja. Kindergarten und Vorschule, ja. Ja, ja, das sind ja die Kinder sind jetzt hier, glaube ich, so zwischen 2 und 6 Jahre alt gewesen. Ich finde erstaunlich ruhig. Ja, sind alle ganz entspannt. Also deutscher Kindergarten, zumindest mein Kindergarten. Gemeinsam mit Childline Lifeline wird hier den Kindern der frühe Zugang zur Bildung ermöglicht. Und für ganz viele Kinder ist die Schule wichtiges soziales Umfeld. Denn bisher haben nur 40% aller Kinder in Namibia überhaupt Zugang zu frühkindlicher Bildung. Und vor allen Dingen, was hier, glaube ich, noch wichtig ist, dass diese Vorschule, so wie sie jetzt hier aussieht, die sah halt nicht immer so aus. Ne? Also die wurde quasi so hergerichtet, dass es eben auch kindgerecht ist. Unser nächster Stopp, circa 4 Stunden mit dem Auto von Windhoek entfernt, der Küstenort Swakopmund. Wir sind hier mitten in der Sahara, so sieht es zumindest aus. Sind wir natürlich nicht, aber so sieht es aus, wenn man da diese Dünen sieht. Dann auf der anderen Seite aber direkt das Meer, weil ihr trifft wirklich Wüste auf Meer. Das ist einer der ganz wenigen Orte auf der Welt, wo das so ist. Woran liegt es, dass so viele Schiffe hier gesunken sind? Am Nebelkeil. So. Der Nebel hängt hier 90% des Jahres so tief, dass du nicht mehr als wenige Meter sehen kannst. Ah, okay. Ich habe immer gedacht, wenn ein Schiff sinkt, hat das ja meistens einen Grund. Das liegt dann auf Grund, ja. Was ist jetzt extra? Ich habe den Witz überlegt, dann gesagt, mach Kamera, ich muss einen Witz. Okay. Willkommen auf Reisen mit Kai. Sehr viel Sand. Beliebteste Frauenname hier in der Gegend, Sandy. Das war kein Mülleimer. Warum nicht? Da lag schon Müll drin. Da lag schon Müll drin. Kein Mülleimer. Ach, kein Mülleimer. Ja, mit Kai auf Reisen geht ja. Uiuiuiuiuiuiui. Wir lernen jetzt erst so, was es heißt, mit Kai zu reisen, ja? Yeah. Wenn du auch sagst, wir treffen uns gleich zum Laufen, meinst du damit wir checken gerade ein ins Hotel, dann sagst du, wir treffen uns gleich zum Laufen. Heißt das in 2 Minuten? Heißt das in 10 Minuten? Heißt das in einer Stunde? Ich war ready. Nach 30 Sekunden steht er hier so da und man weiß, auch, okay. Wir gehen jetzt noch eine schöne Runde laufen, dann genießen wir den Sonnenuntergang von der Dachterrasse, dann gibt es noch Abendessen und dann ist der Tag vorbei. Dann gehen wir nämlich schlafen. Ich bleib hier sitzen. Ach so, okay. Dann bleib du da sitzen. So, noch einen schönen Drone-Shot zum Abschluss. Und dann hatte ich noch eine ganz lustige Idee. Was ich cool fände, wenn du mir jeden Tag, also so am Ende des Tages, oh, was kommt jetzt? Wenn du mir da immer so einen kleinen Brief schreiben würdest, wie es war für dich an dem Tag. Das sind dann halt so Briefe von Felix. Da habe ich viele Bücher von gelesen. Lieber Kai, das war wirklich ein beeindruckender erster Tag, vor allem an der Schule. Nur mit dem Lauf am Ende, da hast du mich echt fertig gemacht. Ich muss jetzt erstmal schlafen. Ein neuer Tag. Heute sind wir in einer staatlichen Schule in Swakopmund zu Gast. Neben der Bildung für Kinder geht es hier auch um die Ausbildung und Weiterbildung der Lehrkräfte. Du siehst ein bisschen aus wie der Sportlehrer. Ja. So. Gerätetour, ne? Ich habe mal keine Trillerpfeife. Die ist auch eine Trillerpfeife ist auch etwas, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? Stimmt.
Weißt du, von wem dieser Klassenraum ist? Von Frau Kotze. Oh ja, jetzt sehe ich es auch gerade. Hm? Morning. How are you? Fine? Good morning. Good morning. I'm Miss Kotze. I'm the Afrikaans pre-primary teacher for SBS. Der Unterricht ist auf Afrikaans, das ist dem Niederländischen ja sehr ähnlich. Also man glaubt, ein paar Sachen verstehen zu können, aber natürlich auch nicht wirklich. Felix, du musst mal ein bisschen aus dir rausgehen. Nicht noch ein TikTok. Ich dachte, irgendwann habe ich alle geschafft. Aber die kommen hinten wieder runtergelaufen und wollen nochmal hochgehoben werden. What about me? Aber nicht jede Schule ist gleich. Hier aus dem städtischen Umfeld von Zwakopmund geht es jetzt ins DRC, einem riesigen Township, nur 10 Minuten entfernt. Man spürt sofort, hier herrscht eine andere Atmosphäre. Aber wir sind auf dem Weg zu einem kleinen Ort der Hoffnung. So, nice to meet you. How are you? I'm Kai, nice to meet you. Hildegard ist Lehrerin. Sie hat diese Schule ganz allein von null aufgebaut. Ihr gesamtes Leben dreht sich nur darum. As always, yeah. How many kids are in school you have right here? Here I usually have 35, 37 kids, but sometimes they don't come because of a lot of reasons. Mm-hmm. Sehr, sehr einfach, sehr arme Gegend und das ist natürlich eine spezielle Sache, wenn die Kinder hier überhaupt zur Schule gehen können. Und das ist wie viel Kilometer entfernt von der anderen Schule? 5 Kilometer? Wenn überhaupt, ja. Das ist super nah beieinander. Naja, wir haben ja vorhin gehört, es sind überhaupt nur 40% aller Kinder, ne, die überhaupt in eine Vorschule, frühe Schulbildung kommen. Ne? Also staatlich. Ja. Und das ist natürlich da, genau dafür sind dann natürlich auch solche Projekte da, ne, dass mehr Kindern der Zugang ermöglicht wird. Ja. Und diese Projekte wiederum kann es nur geben, weil sie dann wiederum auch Geld bekommen, wie in diesem Falle jetzt hier über die Roger Federer Foundation. Ja, da muss ja alles finanziert werden. Weil selbst hier eigentlich, also manche Kinder bezahlen hier, die Eltern von den Kindern bezahlen hier, so 10 Euro im Monat. Mhm. Aber viele Familien können sich nicht mehr das leisten und die dürfen dann trotzdem herkommen, kostenlos, aber irgendwie muss alles bezahlt werden. Okay. Ja, und 10 Euro im Monat ist für die Menschen, die hier in dieser Umgebung leben, wirklich wahnsinnig viel Geld. Da sieht man, ne? Erstmal alles schön hergerichtet, schön bunt, ne? Und darauf wird sehr viel Wert gelegt, dass alles eben auch kindgerecht ist von der Umgebung. Ja, also wird jeden Tag für die Kinder hier was zubereitet, aber da geht es dann, glaube ich, eher darum, dass sie überhaupt was zu essen kriegen, weil das ist hier eine Umgebung, wo Hunger tatsächlich, glaube ich, ein Thema ist. Ne? Das heißt, die Kinder kommen hier hin zum Spielen, zum Lernen, aber auch zum Essen. Ja. Das ist das zweite Zuhause hier für viele Kinder. Oh, this is where you live? Okay, this is where I live. Okay. Also das ist Hildegards Haus hier. Also es ist nicht nur die Schule, sondern hier wohnt sie auch. Ja, nein. Okay. Das ist Living Room, Sleeping. Ja, das ist auch ein Sleeping Room hier. Some ladies that sometimes I have kids that are coming early in the morning, so I have to let them rest before the school, because the parents are walking far distance. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. And so this is my bed and my boy sleeps over there. I have a 6-year-old boy. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah. And there's really no electricity? No electricity. Yeah. No water, no. The water only got in the street
steps. Mm-hmm. Yeah. Why and how do you decide to come here? Because I understand you have been with the school somewhere else before, yeah, and then you bought this place. I decided to come here because when I was renting, the little income it wasn't making any difference in my life, so I wasn't improving in the school facility with the resources and things. And I'm quite sure you're not only a teacher for the kids, you're only kind of mom of the kids, and you're kind of a social worker. I am everything to them because I see every need of a child, and I make sure that I satisfy that need in a child. Sometimes I have to go out of my way to buy them clothes, shoes, depends on how I see. Sehr, sehr beeindruckend, was Helga dir leistet. Wahnsinn. Jeden Tag aufs Neue eine echte Challenge. Ja. Am Nachmittag ging es für Felix und mich auf eine Jeep-Tour in die Dünen, die direkt am Meer liegen. Guten für den Tag, wir fahren natürlich nach Sandwich Harbor durch, das ist unser Ziel. Wir fahren jetzt durch nach Walfischbucht, aber sowieso fahren wir dann auch in die Dünen hoch, so da wird dann ein hoch und runter sein. Selten eine spektakulärere Landschaft gesehen. Also, was heißt selten? Nie. Ich glaube auch. Also, ich habe ja auch schon ein bisschen was gesehen, aber ich glaube, sowas war noch nicht dabei. Krass. Das hat sich mehr als gelohnt, hier hinzufahren. Einfach nur spektakulär. Lieber Kai, auch der zweite Tag ging natürlich direkt lustig los. Wobei ich glaube, von allen Kindern heute früh in der Grundschule hattest du den meisten Spaß. Und danach, muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt von Hildegard und was sie alles leistet in der DSC. Bevor es dann für uns zum kompletten Kontrastprogramm weiterging, denn diese Dünen, die da aufs Meer treffen, dieser Ausblick, das war definitiv einer der spektakulärsten Orte, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Heute Morgen sind wir bei Tangini Shilongo, Namibia. Dieser Verein wurde von Volkan aus Köln gegründet. Das Lustige daran ist, du triffst ja gleich auch noch einen alten Bekannten hier wieder. Ja, richtig. Aus einigen Containern, jeder Menge Farbe und durch den Einsatz ganz vieler engagierter Menschen ist hier eine richtige Schule entstanden. Den muss ich dir auch nicht vorstellen. Nee, Felix musste mir nicht vorstellen. Eine verrückte Zeit. Ja. Muss man vielleicht ganz kurz erklären, also was die Verbindung ist. Ne? Also es gab eine, gibt immer noch eine Verbindung zwischen Volkan und Revi. Revinsat, ne? Genau. Du hast warst Teil des Managements? Genau. Ja? Ich hatte das Management inne, zusammen mit Kim. Hm. Und da haben wir sehr eng zusammengearbeitet, mehrere Jahre lang. Und so kam ich dazu in diese Künstlerbranche, auch dich kennengelernt. Und so hat sich auch eine enge Verbindung aufgebaut zwischen Revinsat und mir. Revi war auch hier persönlich vor Ort und hat uns mit seinen Charity-Streams ganz groß unterstützt und das überhaupt möglich gemacht, das ein bisschen voranzutreiben. Und heute seht ihr, wo wir so gelandet sind in all den Jahren, was wir so betrieben und gemacht haben. Also ich habe 2014/15 einen einjährigen Freiwilligendienst gemacht mit dem Deutschen Roten Kreuz und so bin ich irgendwie stecken geblieben, weil ich mir die Frage gestellt habe, ja, wo ist denn die Nachhaltigkeit hin, wenn ich ein Jahr hier war und jetzt einfach wieder zurück nach Deutschland gehe. Und deswegen entstand schnell die Idee, ja, dann meinen eigenen Verein zu gründen, den ich dann Tangini Shilongo Namibia genannt habe. Warum dieser, wo kommt dieser Name her? Ach, das ist der Name meines Patenkindes, den es hier gibt. Tangini Shilongo, mit dem hat alles angefangen. Mein Wunsch war es, ihm die beste Bildung zu
ermöglichen. Mhm. Und er ist einfach das Symbol geworden, Bildung für alle Kinder und Jugendlichen. Das Hauptprogramm hier ist, dass wir Kinder und Jugendliche aufnehmen, die keinen Platz an einer staatlichen Schule bekommen haben. Einfach weil es nicht genug Schulen gibt hier, die ganzen Kinder eben aufnehmen können. Aktuell sind es nicht viele, das sind 50, 60 Kinder, einfach weil wir in der Umbruchphase sind. Mhm. Weil wir jetzt vor ein paar Monaten die neue Schule eröffnet haben, sind die Kinder teilweise schon drüben. Mhm. Da bauen wir noch zwei weitere Klassen und dann kommen die Kinder auch rüber, weil wir hier auch alles abreißen werden und auch hier eine richtige Schule bauen werden. Oh, wow, cool. In Höhe von 1,5 Millionen Euro, die wir hier investieren werden. Und die Kinder kommen alle aus dem Umkreis hier? Genau, wir dienen nur der informellen Siedlung. Ja. Eine informelle Siedlung bedeutet, dass wir alle illegal hier sind. Ne? Aber wir werden alle geduldet eben von der Stadtverwaltung, weil man nicht weiß, wohin mit den Menschen. Und informell bedeutet auch, dass wir nicht richtig bauen dürfen. Also, deswegen haben wir Container. Ganz kurz zum Verständnis. Informelle Siedlung heißt, dass das Schulgelände hier ist eine informelle Siedlung. Es ist Teil der informellen Siedlung. Mhm. Alles hier. In dem ganzen Areal, wo wir okay, sind. Aber das heißt, das DRC ist. Das DRC, das ist die informelle Siedlung. Ah, okay. Das ist das Township. Aber das heißt, die meisten Sachen, die man hier sieht, die meisten Behausungen, da sind einfach Menschen gekommen, haben gesagt, hier baue ich jetzt genau. Und mache einfach, baue mir so was Kleines auf, aber da könnte jederzeit auch irgendwie der Staat kommen und alles wegnehmen, weil ganz genau. Offiziell gehört es einem nicht. Ganz genau. Wenn sie dir sagen, du musst gehen, dann musst du gehen. Das ist ja, extrem groß. Das hört ja nicht auf, wenn man sich das aus der Luft hier anschaut. Das stimmt. Das ist unglaublich. Also wir haben nur Schätzungen, die belaufen sich zwischen 40.000 und 50.000 Menschen, die allein in diesem Township wohnen. Also mehr als in der Stadt zwar gewohnt. Offiziell, ja, genau. Wir pflanzen auch unser eigenes Gemüse an, das wir dann in der Küche nutzen. Na, irgendeine Idee? Nee. Du hast keine Idee, was es sein könnte? Ja, Ideen schon, aber keine, wo ich mir jetzt sicher wäre. Komm, sag! Ich würde auf irgendwas tippen Richtung Kohlrabi. Das ist Spinat. Okay. Das ist Spinat hier. Haben wir beide voll abgelost. Ich wollte gerade sagen, das ist aber eigentlich ganz gut. Das war nicht nur ich falsch, sondern auch noch confident falsch. Aber Leute, Kohlrabi hat ganz ähnliche Blätter. Hier sind die. Die stille Ecke? Nein, hier lagern sie die schon reifen Früchte. Ei. Die reifen Sachen werden da gelagert. Ja, die überreifen Sachen werden da gelagert. Ja, teilweise auch überreifen, ne? Aber es ist wirklich, ich meine, das muss man ja sagen, das, was Volker hier macht, ist ja wirklich ein Commitment. Ich meine, du hast ja eine Verantwortung, es gibt ja keinen Weg mehr zurück. Ne? Weil du weißt, wenn du selber dich zurückziehst, dann ist das hier erledigt. Ne? Ja, weil im Idealfall baut man es so auf, dass es sich irgendwann von alleine tragen kann. Ja, aber, ja. Habt ihr Lust auf ein bisschen Musik? Klar. Dann lass, wir haben hier immer Musikunterricht, mehrmals in der Woche. Und unser Musiklehrer Joe! Okay! Oh no. Okay! Aber was machen? Ja. Ja. Freestyle. You go up, he go down, you go down, he go up. Okay. I already forgot. You forgot? No, it's okay. You'll be okay. You ready? I go up. Ja, du hast ja voll ins Zeug gelegt. Ja, ich habe die Energie gefühlt. Ja, ich habe es gespürt. Gespürt habe ich es auch. Du hast nur Angst vor den Reaktionen und Kommentaren. Nimm dir einfach jedes Rhythmusgefühl. Ach nein. Ich würde gerne. Ich finde, das sieht immer so cool aus. Naja, ich bin jetzt auch nicht der Tänzer vor dem Herrn. Ja? Aber man kann ja so ein bisschen das einfach aufnehmen, was da... Ja? Mann. So much fun with you guys, thank you so much. Ja? Nach deinem Einsatz eben gerade sagt ihm seine Uhr, du scheinst zu trainieren. Kannst du mal sehen, wie wenig Sport du machst, dass die Uhr das schon als Sport interpretiert. Here's the love of our center, Grace. Oh, the most important person. What's on the menu today? Today we are going to eat pasta, but for now in the morning we're having breakfast and this is oats and fresh milk. Mm-hmm. Good. Like it? Thank you. Wirklich sehr lecker. Mm-hmm. Die Eltern der Kinder, die jetzt hierher kommen,
Zahlen die irgendetwas dafür, dass die Kinder hier in die Schule gehen? Ja, die zahlen eine geringe Gebühr, zwischen 50 und 100 Dollar. Mhm. Das sind 2,50 Euro bis 5 Euro im Monat. Okay. Oh, okay. Pro Monat. Okay. Ne? Und da ist eben alles inklusive, so auch das Essen. Und, 150 bis 200 namibische Dollar, was ist das ungefähr so im Verhältnis zum Einkommen, das die Menschen hier haben? Das sind so 10%. Okay. So durchschnittliches Einkommen ist zwischen 1.500 bis 2.000 Dollar, also 100 Euro im Monat. Okay. Ja. Bei den Menschen, die Arbeit haben. Ne? Ja, gibt genau. Es für die anderen irgendeine Form von Sozialhilfe, irgendwas, irgendeine Unterstützung? Nein, die gibt es nicht. Es gibt keine soziale Unterstützung, wie wir es in Deutschland haben, also wie Bürgergeld oder sowas. Das gibt es nicht. Okay. Also wenn die Menschen hier keine Arbeit haben, dann können sie höchstens auf ihre Familie irgendwie. Dann ist der Alltag schwer, aber deswegen bauen wir ja auch auf die Familien hier. Die Familien sind hier viel größer als die in Deutschland. Das heißt, die Familien unter sich, die unterstützen sich gegenseitig. Es gibt immer einen, der gut verdient und der hat natürlich die Last auf den Schultern und muss die ganze Familie versorgen. Thank you. Thank you. Thanks again for the request. Yeah, breakfast was awesome. So, Volkan will uns jetzt noch ein typisches Zuhause einer Familie zeigen, deren Kinder dann auch hier in die Schule kommen. This is my show. This one is fish which we are cooking. And then we're also making pancakes. So and I make some pancakes for you. Oh. So you can taste how I cook them. Mm. Süßer frittierter Teig. Und das hat ein bisschen was von Mutzen und ich liebe Mutzen. Sie ist wirklich die Mutter des jungen Tangenische Longo? Genau. Okay. Ja. Also nicht der Organisation, denn wir haben ja vorhin gehört, Tangenische Longo ist dein Patenkind. Mein Patenkind, genau. Richtig. Und Beata ist die Mutter. Ja. Damals habe ich sie schwanger kennengelernt, da war sie mit Tangeni eben schwanger. Und so sind wir gute Freunde geworden. Ich hatte mal so ein Tief und da war sie als Freundin einfach für mich da. Einfach hat mir zugehört, wie es mir ging. Als Mensch hat sie sich für mich interessiert. Und so wurde eine enge Freundschaft daraus. You want to go and see where Tangeni and the mother is living? Okay, of course. Where I'm staying? Where is your home? My home is so beautiful. Jetzt gibt es ja eine Roomtour. Sleeping here, okay. And me as a mother, I'm sleeping here. Okay. We actually don't have any electricity. Mm-hmm. We only use, you understand? Okay. Yeah, welcome. This is my room. Mm-hmm. This is where we take a shower. Ne? Ah, we only take a Bali. Yeah. If we want to take a shower, we only shower this. Yeah. We pour water here. Mm-hmm. And then we take a bath. Ah, and then Tangeni take a bath here. We're all using the same Bali. We always put new water. Yeah. Okay. Yes. Okay. This one is my bed. Yeah. This is where I'm sleeping. This one is where the kids are sleeping with the brother. Okay. And that's the only light you have. Yes, this is the light we have. And when I'm closing for them in the night, because I'm doing business, then I'm going to give them this book so they can check through. They are checking through while they are sleeping while I'm busy selling, doing business outside. It's just a book. Oh, Alani Sesam is like the Namibische Sesamstraße. Stimmt. Yeah? The one thing I want to do is I want to have a better door. Because that one is not safe because of us. Especially if she pushing you enter, it's finished. Uh-huh. Yeah. And is when there's something happen around here, some crime things, so is police coming here? Yes, or is there but not like on a time. Kind, is there a kind but of security? Not only police, but it's not coming on time. You can call now, like once upon a time, there were people climbing on my roof. Mm-hmm. Then I called the police to come, but it takes very long. Okay. So I screamed until my grandfather came out. But they used to carry weapons in the night. It's not safe. Okay. But it's part of life. You have to live. Das ist so eine Station, wo man Wasser holen kann. Aber nicht einfach so, da muss man also für bezahlen, auch nicht viel, aber man hat eine Karte offensichtlich. Und ein kleiner Schlüssel. Ah, wie so ein Chip, okay. Wow, mine is empty. Empty. 76 cents. Ah. This is how the water is going in. Okay. You must hold it like this, because it's not... You want us to help with the water and no, carry it back? No, is this not... This is even small. I'm supposed to carry two. Wow. And I balance. Yeah. Thank you very much for thank the visiting so name. Hope thank you come back again one day. Voller Eimer Wasser, der wiegt was. Ja, und das ist für sie gar nicht so. Man hat sie zwei größere gleichzeitig, die sie trägt. Total zu sehen eigentlich, unter was für Umständen sie hier lebt. Und es ist noch eins der in hier eins der besseren Umstände eigentlich. Aber sie macht ja durchaus den Eindruck, dass sie glücklich ist. Ja.
Oder nicht unglücklich, sagen wir mal so. Eine neue Tür würde sie glücklich machen. Mhm. Glücklicher. Für den Moment, ja. Ja. So, jetzt gucken wir uns das neue Projekt von Volkan an. Der Mann scheint ja mehr als 24 Stunden am Tag zur Verfügung zu haben. Also der bewegt hier wirklich was. Wir haben am 22. Januar 2024 eröffnet, also 3 Monate frisch. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, was Volkan mit dem ganzen Verein hier auf die Beine gestellt hat, auch mit Hilfe von Spenden der Teilnehmenden der Deutschen Post. Für die Kinder ist die Schule wie ein zweites Zuhause. Und die nächste Schule für die Kinder aus dem DRC ist ja bereits in Planung. Wir sind wirklich gespannt, was Volkan mit Tangeni Shilongo noch alles erreicht. Bist du alleine hier oder bist du mit Familie hier? Oder wie? Nee, ich bin alleine hier. Okay. Großes Team, weißt du? Das ist so meine Familie hier. Alright, Tag 3. Lieber Kai, so schnell geht unsere Zeit in Namibia schon vorbei. Und trotz der vielen sozialen Gegensätze dort, Projekte wie die Schulen von Tangeni Shilongo machen echt Hoffnung für die Zukunft. Unsere Reise geht jetzt aber erstmal hier in Südafrika weiter. Das dürfte die nächsten Tage noch spannend werden. Fliegen nach Südafrika. Der ganze Flughafen fühlt sich an wie ein Hotel. So eine Hotellobby hier, in der du ankommst, das ist doch schon alles wieder. Buschdollar oder was? Ich habe Geld geholt. Meine muss ja zahlen, ne? Ja, hier. Kannst du mal den Rand halten? Oh mein Gott. Müsst ihr dazu wissen, das Geld in Südafrika ist ein südafrikanischer Rand. Ich kann, wenn du willst, immer den Rand halten. Mhm. Ah. Ja. So, the train but it stopped. I think it's not a real one. No, that's the real one. It's a tourist attraction. No. Wir sind noch keine 5 Minuten vom Flughafen losgefahren, ja, und schon hier ein Krokodil, ein Elefant. Eigentlich wollten wir jetzt ja nur vom Flughafen zum Hotel fahren, aber das ist im Grunde schon eine Safari. Ja. Wir sind jetzt gerade hier an unserem Hotel angekommen, das Kruger Gate Hotel. Hat natürlich damit zu tun, dass wir hier direkt am Eingang des Kruger Parks sind. Ja, können wir gleich mit der ersten kleinen Geschichte aufräumen. Das ist nicht der Kruger Park. Das ist der Kruger Park. Mhm. Nach dem Präsidenten Paul Kruger. Nee, du hast wieder Internetzugang. Endlich. Hast du deine Statue nicht gesehen? Endlich, ja klar habe ich die gesehen. Nein, wir müssen ganz kurz erklären, warum wir jetzt hier sind. Also wir sind jetzt hier auf Einladung der Peace Park Foundation. Und die Peace Park Foundation wird eben von der Deutschen Postcode-Lotterie unterstützt. Und deswegen die Einladung, damit wir uns eben auch mal ein Bild machen können, was mit den ganzen Spendengeldern, die so über die Teilnehmenden natürlich über die Jahre gesammelt wurden, was da hier alles so passiert und natürlich auch schon passiert ist. Oder ist da schon eine Menge passiert in den letzten Jahren? Gleich nach der Ankunft wollten wir uns doch einen Eindruck vom Kruger Park verschaffen und uns die Natur und die Tiere anschauen. Na? Wir gehen jetzt auf einen Game Drive und damit... Das müssen wir kurz erklären. Game ist halt sind die Wildtiere, ja, ne? Also das englische Game. Und wir fahren jetzt hier mit dem Auto rum und gucken, was man so sieht. Für dich ist ja ein bisschen back to the roots. Du hast ja mit Gaming angefangen. Oh mein Gott. Ja, richtig. Ja, ja stimmt, du bist ein Gamer. Ja. Ja. Ich erwarte jetzt einiges von dir hier. Eigentlich müsstest du mich da draußen rumlaufen sehen. Vielleicht planen wir wieder eine Begegnung mit Rewe und der läuft da irgendwie draußen rum. Der würde hier reinpassen. Mit Rewe? Eieieiei, was wird das hier für ein Jetzt wird. Normalerweise habe ich ja immer so YouTube-Vlogs gemacht, wenn ich unterwegs war. Und auf diesem Trip bin ich eigentlich der stille Beobachter, wie ihr das Video macht. Aber jetzt sagt mir, komm hier, die Wildtiere, da muss ich mal die große Kamera rausholen, ja? Viel auch, dass du jetzt gerade eben, ne, bevor wir jetzt losgefahren sind, stand Kai da vorne, hat irgendwie mit Einstellung von der Actioncam gespielt, um die da vorne anzubringen. Da habe ich genauso gemacht, weißt du? Ja. Genau, da ist das Display drauf, da sieht man, was ist. Ne?
kann ich natürlich, bringt ja die Kamera nichts da vorne, wenn ich sie nicht ein- und ausschalten könnte, dann wäre ja dumm, wenn sie die ganze Zeit laufen würde. Also du hältst zwar nicht die Kamera selbst die meiste Zeit so, aber du kümmerst dich da schon mit drum und filmst deine eigenen Sachen, ja? Genau. Ich habe übrigens immer einen Kaffee in der Hand auf dieser Reise. Ich trinke nie sonst so viel Kaffee, also zu Hause schon, aber nicht unterwegs. Aber Kaffee, wenn irgendwo eine Kaffee war, es kommt keiner. Möchtest du nicht auch einen Kaffee, Felix? Und dann trinkst du den immer so schnell. Der ist noch heiß. Wie soll man den so schnell trinken? Mach den Deckel ab, dann trinkt es sich auch leichter. Hier. Oh nein! This car right behind us is empty and the monkey is in there. Inside the car? Ja. Yeah. Versuch war's wert. Da funga kumusha. Da oben. Ja. Boah. Gerade an einem Spot, wo es Löwen gibt. Boah, das hört sich auch nach Danger Zone an, ne? Also wenn im Film eine Tür so knarzt, dann lebst du danach nicht mehr lange. Löwengehege. Ihr denkt, ihr habt eine große Linse dabei. Geht da um den Vogel, der da auf dem Holz sitzt. Ein bisschen wie Angeln. Lieber Kai, ich habe mittlerweile wirklich genug Zebrastreifenwitze gehört. Aber was für eine schöne Tierwelt haben wir gesehen, oder? Löwen, Antilopen, Elefanten oder Giraffen, alles war dabei. Wobei mein Highlight war, als ich den Leopard gefilmt habe. Ganz entspannt auf vier Pfoten durchs Gras schlendern, wie eine große Katze, die genau weiß, dass sie der Boss ist. Alles, was wir heute gesehen haben, war so friedlich, fast wie im Paradies. Die Tiere in der freien Wildbahn zu erleben, war wirklich magisch. Aber es gibt auch eine Schattenseite. 2014 wurden alleine im Krugerpark durch Wilderer knapp über 600 Nashörner getötet. Im vergangenen Jahr ist diese Zahl auf knapp unter 100 zurückgegangen. Und das nur durch den unermüdlichen Einsatz der Ranger, denn ohne sie sähe es ganz anders aus. Heute sind wir mit dem Team der Peace Park Foundation unterwegs und erfahren sehr viel Interessantes und Spannendes über den Kampf gegen die Wilderei. Ich wusste schon, dass Nashornwilderei ein Riesenthema ist, aber dass es so groß ist, das war mir echt nicht klar. Wie eine Mafia, richtig, ja, weil es in Asien sehr, sehr teuer verkauft werden kann, als Pulver, was man aus dem Horn gewinnt. Dass sie halt hier in Afrika hinkommen, Einheimische dann anwerben, die dann hier dann nachts losziehen, um das zu besorgen. Und da braucht man riesige Systeme. Naja, klar, dagegen im Moment, wo es irgendwo einen Markt gibt, ne, dann ist halt ein besonderer Wert da. Und das war ja der Grund, warum so 2008, 2009, was Sie erklärt haben, ne, also Nashörner ja wirklich mal wirklich fast weg waren, ja. Also von der Zahl wirklich fast ausgelöscht waren. Und jetzt gibt es wieder eine große Zahl, weil natürlich auch dank dieser ganzen Technik, ne, die Wilderei eingedämmt werden konnte. Und das alles natürlich mittlerweile komplett verknüpft. Ich glaube, das gucken wir uns jetzt noch an, ne, dass Autos verfolgt werden. Es geht jetzt nicht darum, hier irgendwelche Touristen zu überwachen, sondern es geht wirklich darum, dass Wilderer, ne, hier ausgemacht werden sollen und dass man da schaut, ne, was für Autos sind verdächtig, was für Menschen sind verdächtig. Ja. Und die werden dann natürlich entsprechend auch mit Kamerabildern etc. verfolgt. Ja. Ja. Krass. So, jetzt sind wir hier im Ranger Headquarter, in der Ranger Station. Hier laufen dann offensichtlich die ganzen Informationen zusammen. Das gucken wir uns jetzt mal an, wie das dann aussieht. Und vielleicht sehen wir ja auch, mit was und mit wem die dann auf solche Situationen reagieren. How often do we fly? Some days four times a day. Mm-hmm. Other days we sit around and wait for it, but it never comes. So the coach is spotted and you guys are called to go there. What exactly happens? Like, what does the helicopter do?
Again, there's so many different scenarios that play out. Initially, we won't, if there are poachers spotted, and we'll try and get a dog to that point. Mm-hmm. We might fly the dog there, but at the same time, if we fly there, then the chances of the poachers realizing that they've been compromised. It's different. A bit of a dog taxi also. Dog taxi, yes. But dogs are cool, so yeah, I don't mind doing that. Controlling the poachers, like if they know you're coming and they try to get away, then what do you do with the helicopter? All you can do is by seeing where the guys are tracking on the ground, by seeing where they're going to, you try and decide where they might be trying to get away to. And then you just fly in that area. Fly low, fly slow, act as if you know where they're going. Okay, good. And sort of, so it's a bit of a mind game. They're playing mind games with you, and you're trying to play mind games with them. There are a million trees out there, 10 million, 100 million trees out there, so to hide is very easy. You need them to keep on moving. So the pressure of the dog team or the ground team coming forces them to move. Because if he just hides under a bush, you'll never see him with the helicopter. You can only see him 9 times out of 10 when he moves. So when you get cold, how long does it take till you're ready to go? I want to say 3 minutes, but life's life, and it depends where. We've always got a pilot on standby. Yeah, I was talking to you. My name's Brad. I'm just one of the pilots here. It's nice to meet you guys. He's just one of the pilots, but it's one of the coolest jobs in the world. Making it as if it's not, it's a cool job. Very fortunate, yeah. Wir haben viele, viele Informationen bekommen. Geheime Informationen, die wir nicht weitergeben dürfen. Wir waren praktisch bei der CIA gerade drin. Ja, im Grunde genommen sowas Ähnliches. Ne? Also hier die Park Ranger, die natürlich hier darauf achten, ne, dass die Wilderer es so schwer wie möglich haben, die ihre Mission so beschreiben, dass es in allererster Linie darum geht, die Nashörner zu beschützen. Also gar nicht so sehr die Wilderer zu verhaften, sondern sie wollen die Nashörner beschützen. Ne? Also am Ende, wenn sie die Wilderer vertreiben, ist es auch genug. Ne? Ja. Weil das heißt ja dann am Ende, dass keine Nashörner getötet wurden. Und teilweise wurden in den letzten Jahren ja Hunderte, das war die Zahl, irgendwie 800 in einem Jahr, über 800 in einem Jahr getötet, nur um die Nashörner halt zu bekommen. Und ja, um gegen die vorzugehen, reicht es halt nicht einfach nur ein bisschen rumzulaufen oder so, sondern die haben halt komplette Radarsysteme. Mhm. Also wirklich wie beim Militär, Radarsystem, Kamera, ganz genau in Details würden wir nicht verraten. Nachtsichtkameras und so, aber eben krasse Überwachungssysteme, wo sie sehr früh dann eben erkennen können, wenn Wildere sich vor allen Dingen schon auf den Weg gemacht haben, aber noch gar nicht bei den Nashörnern angekommen sind. Das war wie im James-Bond-Film, wenn man denkt, das ist ja unrealistisch, dass das so geht. Da sitzt einer am Computer, drückt irgendwas, boom, auf einmal. Also 30 Kilometer weg, siehst du ja ganz genau, also jetzt waren es nur Elefanten, die da langlaufen, aber sehen sie eben auch bei Nacht, wenn da Wilderer eben durchlaufen. Genau. Tracken die dann mit dem Helikopter, den wir auch gesehen haben. Helikopter, Hunde, ne? Dann gibt es natürlich eben auch Einsatzkräfte, die sich dann auf den Weg machen. Also es ist schon ein richtiger Kampf. Ja, es ist wirklich militärisch, wie das vonstatten geht, aber nur so schaffen sie es. Ja. Den Großteil einzeln schaffen es ja immer noch nicht alle. Zum einen haben sie nicht überall die Systeme, aber es ist ja halt, also es ist krass, dass es halt so ein verlockender Markt ist für die Wilderer, das zu machen und trotzdem immer noch reinzukommen. Ja, es ist so ein großer Markt, dass die Wilderer auf der anderen Seite natürlich auch top organisiert sind, dass das richtige, große, kriminelle, gut organisierte Vereinigungen sind, weil es eben um so viel Geld geht. Ne? Ja. Das Kilogramm Horn, ne? 26.000 US-Dollar, ne? Also momentan ein bisschen weniger als ein Kilo Gold, aber es sind halt ist ein Milliardengeschäft übers Jahr gesehen und das macht es halt so attraktiv und deswegen gehen auch die Wilderer das Risiko ein, am Ende auch geschnappt zu werden, weil sie auch die Chance sehen, dass sie natürlich das teure Horn eben auch bekommen können und dafür müssen dann schlussendlich die Nashörner sterben. Und das soll eben nicht so sein. Wir sind bei der K9 Hundestaffel. Die Hunde kommen im Helikopter. Die Hunde, die hier sind, die laufen nicht irgendwo dahin, wo sie hin müssen. Das wäre ja auch sehr weit. Die haben Hundeshuttle. Mhm. Ja, im Helikopter werden die abgeholt, werden genau dahin gebracht, wo die Wilderer sind. Nice to meet you, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Hi, Felix. Huh? Felix, Sam. Kai. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. From 3 dogs, we went up to 75 dogs. Not only Kruger National Park. 75? 75 dogs. Okay. 55 dogs deployed in Kruger. Mm-hmm.
and the other dogs deployed in the other 7 national parks. So we're in all Sun Parks, 8 national parks. Da wird von den Poachern, von den Wilderern, die kommen, ausgelegt, um dann Tiere zu trappen. Also In the North National Park alone, which is one of the parks, 36,000 snares in the last 7 years. Animals have got streets also like we do. And they just anchor this on the tree, tighten it, and then make this loop on the animal path. Just like this. So when the animal comes, gets trapped here. And then he goes, strangled himself. And then try to fight until suffocates to death. Yeah. So the snares, we cut them. That's why we pile them here. Just a normal ranger using his eyes to visual track. We were hovering at 4 to 5% arresting rate. So when we introduced the first 3 dogs, it went up to 30%. And we introduced the Doberman Bloodhound cross. So that's why our arresting rate is very high. Put them in the helicopter, introduce the track to them, and then off they go. They run about 45 kilometers per hour. Nothing can walk behind them. You have to have a helicopter deployed just to keep them, just for security watch, and then they just run. Multi-purpose dog, it does explosives and also detects the wildlife product. So this guy, his name is Cleo, pure bloodhound. You can see how big he is. Yeah. So he's 11 years old. He's retired, fully retired. So you can see she's 80% Doberman and 20% bloodhound. Felix, was ist das? Gefahr? Nein. Jumper? Ist jetzt irgendwo ein Wortwitz? Das ist doch nur ein Geräusch. Nein, das hier, das hier. Ist das eine Tür? Nein, das ist ein Doktor. Oh, komm. Als nächstes besuchen wir eine Auffangstation für verletzte Nashorne. Very good, Kai. Nice to meet you. Nice to meet you. When you do the dehorning, yes. Where do you do it? In the field, yes. We just use a helicopter to do it. So we don't take a team on the ground in a vehicle. 4 people in a helicopter. And it's then very quick. If you're only doing one animal, we budget on about 20 minutes, including the darting time. Okay. So you just get there, one person does the sampling and the data, one person cuts the horns. Mm-hmm. Veterinarian just oversees the operation to make sure the animal's doing okay, it's breathing nicely, it's properly immobilized. And then we reverse the animal. Mm-hmm. The animal is normally up within less than 2 minutes. It's up. Okay. It's normally around like 90 seconds. It's up. The animal gets up and moves off. And you take off in the helicopter and go and do the next one. Okay. At the moment, we're mostly running between about 18 and 20 animals in a day. You have days where you do 24, but those are exceptional. It's normally somewhere 18 to 20. Okay. What do we do? What do you do with them? That is a very good question. We put it into storage for now. We have a secure facility and we put the horns into storage. And do you have any idea what you will do with it in the future? That's a good question. I know what I would like to do with it. I would like us to be able to sell it. Yeah. But that's currently not possible. Yeah. But there's perhaps a time in the future where it would be possible. Mm-hmm. And then we have a lot of money tied up in that horn that we could use for other conservation work. Yes, with trade, which is a hugely complex issue and parallel. You know, like I said, when is it a legal horn? When is it not? Can you create a pseudo market? All of those things are complex things. Yeah, but definitely two different sides. Yeah. Aber wenn Sie über 800 im Jahr dehornt haben, wie viel wiegt denn ein Horn? Mehr als ein Kilo? Ja, 5. 5 Kilo wiegt ein Horn. 800 mal 5, das heißt, wir haben hier 4.000 Kilo, 4.000 mal 20.000 Euro. Die Frage habe ich mir nämlich auch gerade gestellt, das Lager ist und wie das bewacht ist. Wir können ja mal für einen Freund fragen. Yeah. One last question, where is the storage with all the horns? Where is it? Mm-hmm. Asking for a friend. It's actually right under everybody's noses. Because then hopefully nobody can get in there without being seen. Mm-hmm. So it's in a... right here in Skukuza. Okay. Yeah. Mm. So, good. But
as I say, it's a very sick. I work with the stuff all the time. Mm-hmm. I almost never get to go in there. Mm-hmm. So. Thank you so much. It was so interesting. No problem. Yeah. I'm glad you guys could come and see all of this stuff. Mm-hmm. I hope you have a lovely lunch and enjoy the rest of your time. Mm-hmm. Thank you very much. Don't know if you hear this before, but yes. You're the coolest guy I ever met. Thanks very much. Cheers. Unser letzter Stopp befindet sich an einem geheimen Ort. Irgendwo im Nirgendwo, ganz tief im Busch. Wir sind bei Care for Wild. Hier werden verwaiste Baby-Nashörner aufgezogen, mit dem Ziel, sie irgendwann wieder auszuwildern. Baby-Rhinos, wir müssen natürlich jetzt Cliffhanger bauen, ne? Kleine, süße Nashörner, die noch mit der Flasche gefüttert werden. Also wer jetzt nicht dran bleibt, ist selber schuld. So, we're going to go now, go and feed them. You guys must pay attention quite closely to the staff and what they say. They're big rhinos, okay? They might be 4 or 5 years old, but they are 1.5, 1.6 tons. Mm-hmm. Yeah. I can grab one fish cake. Mm-hmm. So each one's gonna get an opportunity to feed it. Oh, very good. That was not for me. No! Okay, so it's doing Kai. You can take a Kai. Want to feed Kai? Okay, so it's one Carl, each. Carl. This is Kai. K-A-I. That's my, it's exactly my name. Is it? Oh, no, you're joking. No, that's Kai. Kai. Really? It's, really, it's exactly my name. K-A-I. This is Kai. There we go. Kai. Kai. Also, aber du musst schon gucken, dass du die Hand auch schnell wieder rauskriegst. Okay, he's already had one, so it must go to another rhino. Okay, yeah. Another rhino. Okay. You can take some of those and feed them. Das ist so krass. Ich meine, das ist ja eine Möglichkeit, die hast du nie wieder in deinem Leben, dass du ein Nashorn füttern kannst. Also egal, wo du bist. Der hat aber ein Problem mit dem Essen ein bisschen, oder? Okay. And then this is so funny. Kai and Kai. Krass. Ich habe ein Nashorn gefüttert. Du auch? Nein! Warum nicht? Weil es zu spät war. Sie haben dann wieder angefangen zu fighten und war es back und ich musste wieder abgeben. Wo ist jetzt? Ich habe die Chance vertan. Ich war mit dabei. Oh mein Gott. Sie, ich habe nur darauf gewartet. Ich wollte Kai ja auch was geben und dann hat sie gesagt, nein, Kai hatte schon jemand anderes. Ich hatte noch gar nichts. Achso, der andere Kai. Ja, und dann war es auf einmal, haben die gesagt, nein, die fighten alle raus. Oh, oh, oh. Aber vielleicht darfst du jetzt dafür ein Baby-Nashorn noch die Flasche geben. Oh. Aber auch nur vielleicht. Guys, so welcome to Thor. This is our nursery area, so all the small little babies are here. Cheers. Das ist, also Daisy ist 2 Jahre schon alt. Ist ganz klein, ist Frühgeburt hierher gekommen. Come, Daisy. Hold on to that. Here we go. And then just bring the bottle back. There we go. And just keep it there. She's drinking a lot. Yeah. How many bottles a day she drinks? She drinks 6 or 7 times a day. So 2 bottles a time. When she's on her first bottle, she knows there's a second one coming, so she rushes towards it. Sie ist so krass, so stark, oder? Ja, also nur mit ihrem Mund, wie sie es dann drückt. Ja, hat einen richtigen Zug drauf. Ja. Sind wir am Ende, das merkt man. Perfekt. Okay, well done. Okay. Wow, Daisy. Das können wir jetzt auch problemlos auf YouTube zeigen. Krass, ist jetzt ja legal. Oh mein Gott. Ich werde gesperrt auf TikTok dafür. Zu Recht. Das waren Tomaten. Let's go. Na, mehr rein da. Daisy. Let's go, Mund auf. Jawohl. Lecker Schmecker. Okay. There you go. Ah, there you go. Yeah. That's it. Lecker, lecker. Oh, what an experience. Oh. Oh, das war's schon. Okay. Bye-bye, Daisy. See you later. Nice to meet you. Mann, 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 was eine Erfahrung, oder? Ein bisschen was habe ich noch. Ich bin nicht so der Overnight-Oats-Fan. Das
Na, wir können nochmal. Na, so, nochmal richtig. High five. Das geht. Ja, high five vor allen Dingen. Desi war eine wirkliche Frühgeburt. Die Mutter wurde im Krügerpark von Wilderern erschossen. Und dann kam Desi wirklich ganz, ganz klein, ganz früh hierher. Wurde hier aufgezogen. Genau, und ist jetzt knapp 2 Jahre alt. Und wird aber immer noch mit der Flasche gefüttert. Ja. Das ist ja eigentlich das Verrückte, ne? Wenn man darüber nachdenkt. Irgendjemand muss ja das erste Mal einem Nashorn das Horn abgeschnitten haben, abgesägt haben, das gemahlen haben und dann gesagt haben, ja, das hat jetzt irgendwie eine heilende Wirkung. Aber heilende Wirkung wird ja auch irgendwelchen Steinen zugeschrieben. Ich glaube, der Mensch ist da sehr erfinderisch, vor allem wenn man Geld machen kann. Ja, dass so viele Nashörner einfach dafür umgebracht werden, ne? Fast ausgerottet. Ja. Ja, ohne solche Projekte wie hier und vielen anderen Orten auf der Welt wären sie wahrscheinlich schon ausgerottet. Ja. Weil die haben ja vorhin gesagt, seit 2011 sind 75% aller Nashörner getötet worden. Im Krügerpark getötet worden, ja. Ja. Wahnsinn. Aber es sind ganz viele Mittelsmänner und die wirklich hier dann, die Poacher, die Wilderer, die hier reingehen, sind meistens Leute, die eigentlich aus den ärmeren Gegenden hierher kommen. Die gehen da rein, haben eine einzige Jagdwaffe und selbst das ist dann schon teuer für die. Und die nehmen ja durchaus auch in Kauf, ne, dass sie hart bestraft werden. Ne? Also das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, ne? Also wie schlecht es ihnen vielleicht auf der einen Seite geht, weil sie für verhältnismäßig wenig Geld. Uns wurde gesagt, so viel wie ungefähr der Mindestlohn für ein Jahresgehalt hier ist. Das kriegen Sie, können Sie für eine Jagd bekommen als Lohn. Also es war nicht wenig, aber absolut nicht so viel, dass man denken würde, da geht jemand und riskiert. Teilweise 15, 20 Jahre Gefängnis kann man für Wilderei hier bekommen. Ja. I think you go home with a happy heart. To see you make a difference. Vielleicht ist es ja interessant, hier ein Praktikum zu machen, oder? Als Freiwilliges und freiwilligen Einsatz. Ja. How long is the program? So it all depends. You can come for 1 week, you can come for 2 weeks, or you can come for a month. Okay. You're welcome. Das müssen wir natürlich noch wissen, ne? Warum das Nashorn Kai heißt. Und warum keins Felix ist. Ja, ja. No, it's not an Afrikaans name, it's just a general like Kai, it's the meaning of calm. Okay. And like she mentioned, it was a calm baby, so perfect name for Kai. Are you calm? Yeah, I'm totally calm. Calm and tranquil. You found your spirit animal today. Yeah, yeah, very good. Thank you so much, it's such a pleasure to meet you. Likewise. All the best for... Likewise. Thank you. Thank you so much. Thank you guys. Lieber Kai, krass, dass wir heute gesehen haben. Brutal die Wilderer alles tun, um das teure Rhinohorn zu bekommen. Und was für ein Aufwand getrieben werden muss, mit praktisch militärischer Radarüberwachung, Helikoptern und der Hundestaffel, um das irgendwie einzudämmen. Aber natürlich schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich um die Rhinos kümmern. Nur das Füttern müssen wir beide, glaube ich, noch mal ein bisschen üben. Ja, eine Station haben wir noch. Letzte Station wartet auf uns und die versüßt uns den Abschied. Muss ich mir sagen, noch nicht, wo es hingeht. Aber ich verrate nur so viel, auch dieses Video endet wieder mit einem Wasserfall. Welcome to Zimbabwe, Leute. Ja. Hast du schon aus dem Fenster den Wasserdampf gesehen? Hab sie gesehen. Alright. I better fasten my seatbelt. Okay, yes, it is optional. Yeah. And you look like a fast driver. It is optional. Until you realize that we have a pilot on the ground here, that's when you can fasten them, right? But what's the plan for today? Okay, so the plan for today is to go and get wet. Okay, that's the only plan? Yes. Are we going on any kind of boat or raft or? No, no. As we walk there, as we walk to see the falls, the natural showers will get us wet. Wir sind hier bei den Victoria Falls. Was für ein unglaubliches Naturschauspiel. Wassermassen, wohin man schaut. Hey Felix, kleine spontane Idee. Nochmal mit dem Helikopter von oben gucken. Let's go. Let's go, Kai, let's go. Let's go, let's go. Das kommt jetzt sehr spontan. Ja. Das ist jetzt nochmal ein Abschluss hier, Leute. Wir fliegen mit dem Helikopter. Hi, hoi. What's your name? Guillermo. Guillermo. Ah, where are you from? Hey. Cool, thank you. Good,
Thank you. Ein besseres, größeres Finale hätte es für diese Reise nicht geben können, oder? Nee, das war perfekt. Was für ein, also dieses Bild von oben, die Victoria Fälle zu sehen, hier in Afrika, war eine richtig coole Reise, Kai. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du mich hier mitgenommen hast. Das ja, waren sehr gerne. Vergessliche Einblicke. Cool, dass du dabei warst und danke, dass wir das zusammen erleben konnten. Wir müssen an der Stelle aber auch nochmal Danke sagen an alle Kollegen, die die Reise möglich gemacht haben, an die Postcode Lottery Group natürlich, an die Deutsche Postcode Lottery und natürlich auch an all die tollen Menschen, die wir jetzt kennengelernt haben, mit ihren wirklich super beeindruckenden Projekten. Ihr habt gesehen, was hier so alles geleistet wird und das ist alles spendenfinanziert. Aber am Ende ist es der persönliche Einsatz, der es ausmacht. Ja, sind es die Menschen vor Ort. Also Respekt auf jeden Fall an all die Menschen, die wir getroffen haben und was da umgesetzt wird. Sehr, sehr stark. Also folgt auch gerne diesen Projekten. Gibt es alles in der Videobeschreibung. Ne? Spenden sind sicherlich immer willkommen. Und wir werden euch versuchen, weiter bestens zu unterhalten. Mit neuen Videos. Kann man es immer am Start. Auf Felix von der Laden, auf seinem Kanal, ne, auf Felix Laden und natürlich und auch hier bei Herrn Pflaume. Glocke drücken, aktivieren, abonnieren. Und liken. Abonniert auch den Ehrenkameramann, Julian Bogner. Ja, der kommt immer ein bisschen zu kurz. Ne? Aber alles der macht in der richtig starke Bilder, aber das habt ihr ja gerade gesehen. Ne? Ja, also macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Macht's gut.